Tous les tubes, toute la musique, les années vinyles. Le meilleur des années 60, 70 et 80, c'est des années vinyles avec Jean-Marc. Ja, bon. Merci Pierrot. Voilà. Ja, und jetzt gehen wir noch Reportage von Katrin Henrich und heute immer noch in dem Thema Musik und ich glaube sogar in dem Thema der Vinyl. So, und jetzt gehen wir los, was ist unsere Kultur mit Martinet? Martinet, Jean-Marc. Es ist unsere Kultur. Les années vinyles, bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 102.7 Radio Mélodie, en plein cœur des vieux souvenirs des années 60, 70 et 80, en compagnie de Jean-Marc, dans les années vinyles, tous les samedis, le même rendez-vous de 15h à 17h. Bonjour Bisombe, bonjour Suzanne, bonjour die ganze Équipe von TV Mosaïque. Also ich stelle mich mal vor, ich heiße Jean-Marc Martinet. Ich bin vom Bitcheland, also ein Bitcheländer mal in Sacken mit der Tele ist das nix. Und heute will ich euch mal ein bisschen zeigen, was unsere Kultur ist, unsere Musikkultur mit einer ganzen Schallplatte, mit einer ganzen Disco von den 60er, 70er und 80er Jahren. Das ist eine Geschichte, die viele Generationen markiert hat. Also das ist jetzt eine kleine Partie von meiner Kollektion. Das sind mal die kleine Schallplatte, Deutsche. Englisch und Französisch von den 70er und da gibt es natürlich mit den 80er. Auch mit den 80er. Und darunter sind auch eine Partie von einer großen Diske. Es nimmt viel Plätze weg. Und wie gesagt, ich habe jetzt ungefähr 20% von meiner Kollektion da. Also ich bin Moderator für Radio Melodien-Sagement schon jetzt ein paar Jahre. Mit der Sendung Les Années Vinyl, also für was Les Années Vinyl, das ist also mein Hauptstar-Hobby, Schallplattensammler und die ganze Geschichte von den tausenden Artisten, Deutsch, Französisch und Englisch, von den ganzen Jahren, dass man die ganzen Titel nicht vergessen. Also mit einer neuen und modernen Technik können wir ja viel machen mit den Schallplatten, also kann man sie heute auf CD machen und dann kann man es mal ein bisschen sauber machen, denn ein Disc, der kratzt ja immer und hat ja einen Ton gehabt, ist ja nicht dasselbe wie die CD, also kann man es halt numerisieren, wie man das hat, und es ein bisschen sauber machen und dann kann man das noch auf eine CD heuchen oder mal gemütlich im Auto heuchen und das macht viel, viel, viel Pläsier, denn viele Schallplatten gibt es ja gar nicht mehr halt auf CD und da ist ja so viel Musik, wo sich noch so verliert und das war ja nicht der Schade. So, das habe ich geredet als kleines Kind, da war ich 9 oder 8 oder 9 Jahre alt. Und das war ja der famose Disc von den Strumpfen. Und da war ja Salamals auch schon blau, wie das Kind gesehen. Da ist ja ganz blau, wie die Strumpfe Salamals war. Der Disc gibt es ja allwill gar nicht mehr auf CD, den erfinden wir ja gar nicht mehr. Also haben wir das numerisiert mit einer modernen Technik. Und dann habe ich mal eine CD davon gemacht, also für mich privat. Wie gesagt, habe ich den Disc abgenommen mit Foto und dann ist auf der CD nicht drauf gebrannt. Und alles in Foto gemacht, wie der Disc damals war, dass man da nichts vergisst, so wie es da innenwendig, das war nicht innenwendig die Pochette, wie man da keiner gesehen. Das ist jetzt der Tepas Oscar, der ist von 1960 und der war 40 Jahre im Spiegel ohne rauszukommen. Den habe ich in Millionen Fetzen gemacht und ganz sauber gemacht, Teller gewechselt, denn man kriegt noch jedes Teil, wie gesagt. Und der geht also wie ein Schlauwerk, wie ein Uhrwerk, wie eine Schweizer Uhr, würde man sagen. Donne-moi ta main, il prend la mienne, la cloche à sonner. Die Vinyl ist also bestimmt nicht tot, da gibt es immer noch, man kriegt immer noch Plattenspieler zu kaufen, man kriegt immer noch den Nadel zu kaufen, also wenn er Plattenspieler hat, es gibt jetzt auf Internet viel und noch ein paar Geschäfte in der Gegend, wo noch die ganzen Nadel haben von den Plattenspielern und wie gesagt, es kommt immer noch Platte raus, die DJ haben immer noch die Platte und wie gesagt, es sind ja viele Leute so wie ich und mit der Nostalgie sind und wie gesagt, das macht immer besser. Also Schallplatten gibt es immer noch, die sind noch lange nicht tot. So, also merci, ja, Jean-Marc Martinet, die wir nicht gekannt haben, hat jetzt ein Bart, ja. Als sehr bekannt bei uns, gell, Michel, du kennst ihn auch. Ja, ich kenne ihn auch schon, jetzt wieder erkannt, wie ich also, auf dem Monitor gesehen habe. Also ich begrüße dich, weil die Zuschauer, die stehen ja, ist doch gar nichts, du warst vorher. Ja, im Reportage, das huckst du da.